Eins Live. Domian. Das Eins Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei Eins Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Da sind wir wieder live bei Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier im Fernsehen, im Radio, in unserer Telefon-Talkshow, dann ran ans Telefon unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Freie Themennacht, also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier mit mir reden wollt. Die erste Anruferin heißt Jenny und Jenny ist 22 Jahre alt. Hallo Jenny. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich bin halt jetzt seit 4,5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Hab seit acht Wochen eine Affäre, kann man sagen. Du? Ja. Mhm. Mit einem verheirateten Mann. Ja. Und ja, weiß nicht, ich hab irgendwie total das schlechte Gewissen jetzt. Ja. Allen gegenüber. Also wir kennen uns halt alle untereinander. Ach so, dein Freund kennt auch noch den Ja, Typ? Der weiß es aber nicht, dass ich... Habe ich mir schon fast gedacht. Also das läuft völlig geheim, die ganze Sache. Mhm. Gibt es irgendjemanden, der davon weiß, eine gute Freundin? Meine Eltern. Deine Eltern? Mhm. Die wissen das. Wie kommt das, dass deine Eltern das wissen? Ja, das ist so passiert, weil mein Vater, der hat das halt mitbekommen. Ja. Und das ist auch sein bester Kumpel. Ach, das auch noch. Wie alt ist denn die Affäre? 33. 33. Mhm. Mhm. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nee, das nicht. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade erstmal von meinem Freund wohnlich getrennt. Also. Ach so, ihr habt zusammen gewohnt und hast du dich von ihm getrennt wegen dieser Affäre? Oder war das schon geplant, dass ihr nicht mehr zusammen wohnen wollt? Ja, ich habe das schon vorher, sage ich mal, geplant, weil ich halt in dem Ort, wo wir vorher gewohnt haben, habe ich nicht so besonders Arbeit gefunden. Mhm. Und jetzt bin ich wieder zurückgezogen, wo ich halt auch herkomme. Mhm. Hier habe ich halt Familie, Freunde, Arbeit, ja. Und habe halt zu meinem Freund gesagt, irgendwann werde ich wohl wieder runtergehen, weil die Arbeit hier war mir sicher, ich hätte anrufen brauchen. Ja. Dann hätte ich hier anfangen können, so war es dann auch. Und das mit dem, der ist halt auch hier aus der Nähe und dann war das halt, sag ich mal, der springende Punkt. Was stimmt in deiner Beziehung mit deinem Freund nicht? Der ist ein bisschen kalt, sag ich mal so. Er ist ein bisschen kalt, was heißt das? Ja. Ja, er kann halt auch mal seine Gefühle nicht so zeigen oder äußern oder ja, wie ich das halt gerne hätte, sag ich mal so. War er immer schon so? Ich meine, 4,5 Jahre ist eine lange Zeit. Oder ist das? Ich sag mal, das erste Jahr war er so, wie ich das wollte oder so, wie es sein sollte. Und danach, ja, alltäglich. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Hast du ihm das mal, eigentlich eine ziemlich heftige Kritik, hast du die mal geäußert ihm gegenüber? Ja, ich habe, also sag ich mal, seit 2,5 Jahren bin ich am Reden, am Machen, am Tun und kommt nichts zurück, es wird sich weggedreht. Also ich bin halt wirklich ein Mensch, wenn ich Probleme habe, dann will ich reden und er ist halt das krasse Gegenteil. Ne? Kalt, sagst du, bezieht sich das auch so auf das Körperliche? Ist er auch nicht so sehr... ich muss halt sagen, krieg ich mal einen Kuss oder nimmst du mich mal in den Arm oder so. Das, und das kommt halt nicht von alleine. Und sexmäßig? Ja, normal. Normal. Also auch nichts Besonderes, so die übliche Nummer und das war's dann. Ja, ja. Das heißt, man kann sagen, dass diese Affäre, die da jetzt seit 8 Wochen läuft, auch aus dieser Unzufriedenheit entstanden ist. Ja, vielleicht auch, ja. Ist das eine Affäre, wo du sagst, ich bin ein bisschen verknallt? Oder ist das eine Affäre, die eher so sexuell definiert ist? Also ich habe halt am Anfang gedacht, das wäre nur, sag ich mal, Schwärmerei oder so. Mhm. Aber da ist von beiden Seiten schon ziemlich viel Gefühl dabei, ja. Mhm. Also würdest du sagen, dass du verliebt bist? Ja, doch. Das schon. Auf jeden Fall. Mhm. So, aber jetzt ein riesiges schlechtes Gewissen, zu Recht auch und verständlicherweise, deinem Freund gegenüber. Und wenn das alles so verwoben ist miteinander, ihr alle befreundet seid, ist das natürlich unglaublich. Ja, befreundet nicht, aber wir kennen uns. Bekannt halt. Du kennst dann auch seine Frau? Ja. Auch sogar ein bisschen näher noch, die Frau? Nee, nicht direkt. Was sagt er denn, die Affäre, wie das jetzt so weitergehen soll? Ja, das wissen wir beide nicht, was wir machen sollen. Also er kann sich auf keinen Fall scheiden lassen. Mhm.
Und er wird sich auch nicht scheiden lassen, ja. Hat er Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Wie alt? 21 Monate. 21 Monate. Ja. So, weißt du, was ich am allerbesten fände, was du machen solltest? Ja, mit Ben von dem war. Nee, du solltest erstmal deinem Freund davon erzählen. Hab ich schon. Hast du schon? Ich meine, gerade hast du gesagt, er weiß nichts davon. Ja, er weiß, dass ich ihn einmal betrogen habe. Er weiß zwar nicht von mit wem, aber er weiß halt nicht, dass es weiterläuft. Okay, du hast also die halbe Wahrheit gesagt. Oder sagen wir mal, ja, die Zehntelwahrheit. Ja, du hast gesagt, ich weiß genau, weil er wird dann sagen, ja gut, dann tschüss, das war's. Und das will ich halt auf einer Seite auch nicht. Mhm. Aber was willst du denn? Ja, das weiß ich irgendwie momentan selber nicht so ganz. Mhm. So, ich finde immer, das Allerrichtigste ist, wenn man alle Karten, die im Spiel sind, wenn die auf den Tisch gelegt werden. Das ist das Fairste allen anderen gegenüber. Und ich glaube, dass immer dann auch eine neue Dynamik in die alte Beziehung reinkommt, wenn du von der Affäre erzählst. Das kann natürlich übel ausgehen. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist das dann aber auch der richtige Weg für euch. Denn sehr glücklich wirkst du nicht. Und du wirkst ja sehr unzufrieden und fast frustriert in der Beziehung. Ja, bin ich auch. So, jetzt kann es natürlich sein, dass das jetzt letztendlich der I-Punkt darauf ist, dass die Beziehung beendet wird. Es kann aber auch sein, dass sie einen neuen Dreh bekommt, dass dein Freund sich vielleicht aufgerüttelt fühlt. Ja, vielleicht. Das wird auf keinen Fall machen. So gut kenne ich ihn. Und ich weiß genau, er wird dann, sage ich mal, auch dem anderen seine Frau anrufen oder dahin fahren. Und dann, sage ich mal, dann habe ich gar keinen mehr. Und das weiß ich nicht. Das will ich irgendwie nicht. Mhm. Ja, das würde ich an deiner Stelle, wenn du das mit deinem Freund besprichst, auch natürlich vorher der Affäre sagen. Pass mal auf, ich kann so nicht leben. Ich sage das jetzt meinem Freund. Mhm. Oder aber du gehst so weit, aber es hat ja auch keine Perspektive, wie du gerade gesagt hast. Die Affäre ist eine Affäre und der ist gar nicht interessiert daran, mit dir großartig zusammen zu sein. Mhm. Ja. Oder du trennst dich von deinem Freund und kannst dann deine Affäre leben, wie du deine Affäre gerne leben möchtest. Was hält dich noch bei deinem Freund? Ich weiß nicht, es ist halt, sag ich mal, so viel in den 4 Jahren passiert und ich möchte das halt irgendwie nicht so einfach aufgeben. Also ist es nur die Vergangenheit? Das heißt nur, es ist die Vergangenheit? Ja, also wir haben uns auch schon ein bisschen Ziele gesetzt, aber... Zum Beispiel? Ja, dass halt, sag ich mal, wenn die Teilschulden alle soweit beglichen sind, zum Beispiel, die wir jetzt noch haben, dass wir dann, sag ich mal, neu anfangen oder so, ja, aber... Aber das sind jetzt materielle Dinge, die natürlich... Ja, aber ich freue mich ja auch immer, wenn er dann hierher kommt oder wenn ich zu ihm fahre und so, aber das... Ich weiß es halt momentan nicht so ganz genau. Liebst du ihn noch? Ich sag mal so, ich hab ihn lieb. Ob ich ihn liebe, das weiß ich halt auch nicht. Deswegen bin ich auch mit ausgezogen, weil ich hab's ihm gesagt, ich weiß es momentan echt nicht. Ich habe mir das gerade schon gedacht, dass dieses Ausziehen natürlich auch etwas aussagt über eure Beziehung. So wie du mir das jetzt geschildert hast, Jenny, klingt das wirklich wie eine Beziehung der Vergangenheit? Mhm. Natürlich lässt man nicht gerne los, natürlich denkt man an die Vergangenheit, es ist völlig klar. Ja. Aber du sagst, ich hab ihn lieb. Deinen Pudel hast du auch lieb, wenn du einen hättest. Ne? Um es mal böse zu formulieren. Ja. Natürlich hält einen viel. Man hat viel miteinander durchgemacht, wenn man 4 Jahre, 4,5 Jahre zusammen war. Klar, völlig klar. Aber eigentlich ist diese Liebe keine Liebe mehr, sondern nur noch eine Gemeinschaft. Irgend sowas. Also, ja. So, dann gibt es wirklich eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, dass du für dich entscheidest, dass du dich trennst von deinem Freund. Ach, das kann ich aber nicht. Dann kannst du machen, was du willst mit deiner Affäre. Oder aber, dass du deinem Freund von der Affäre erzählst. Ich finde, es gibt keine dritte Möglichkeit. Oder du trennst dich halt von deiner Affäre, natürlich. Ne? Ja, das kann ich aber auch nicht. So, aber du musst schon für dich eine Entscheidung fällen, Jenny. Alles geht nicht. Irgendwann wird es auffliegen und dann stehst du da. Und es ist immer besser, wenn man selbst die Fäden in der Hand hält. Wenn man selbst mitentscheidet und wenn es einem auch weh tut, wie die Dinge sich entwickeln. Und nicht einfach, ich sag mal, bräsig da sitzt und alles irgendwie so sich entwickeln lässt. Und die Dinge kommen so auf einen zu. Also, und du fühlst dich ja selbst auch nicht gut dabei im Moment, sagst du ja. Ne? Ja. Du hast ein schlechtes Gewissen und kannst ja wahrscheinlich gar nicht guten Gewissens mehr in die Augen gucken im Spiegel.
Also, das sind die Optionen, die ich gerade genannt habe. Da musst du dich, und da kann dir kein anderer Mensch helfen, da musst du dich entscheiden, in welche Richtung du gehen möchtest. Aber du musst was tun, das kann ich dir sagen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Es wird ja auch schon immer schwieriger irgendwie, sag ich mal, bei dem einen mit den Ausreden, Völlig klar, völlig klar. Also es gibt die beiden, ich habe wiederholt es mit meinen Optionen, sich zu trennen von der Affäre, sich zu trennen von dem Freund oder es dem Freund zu sagen. Du musst es entscheiden. Du musst es entscheiden. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Da musst du dich trennen. Und jetzt denkst du mal ein bisschen und ganz intensiv und lange noch nach, jetzt in der Nacht. Wie hat das bald zu tun? Jenny, alles Liebe, alles Gute. Okay, alles Tschüss. Klar, danke. Tschüss. So, meine Lieben, ich weise euch hier schon mal hin auf unser Thema am Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, wie sag ich's meinem Kind? Ich bin sicher, dass viele unter euch irgendein Geheimnis, ein Problem, irgendetwas mit sich herumtragen, was ihr eurem Kind oder vielleicht sogar euren Kindern noch nicht gesagt habt. Obwohl die Kinder vielleicht schon sehr alt sind oder noch nicht so alt, egal wie. Wenn ihr gerne zu diesem Thema mit mir reden wollt, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dann könnt ihr euch jetzt schon anmelden per Mail unter domian@wdr.de. Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wie sag ich's meinem Kind? Hier ist jetzt der Jörg und Jörg ist 31 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, hallo Jürgen. Ja, hallo Jörg. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ja, also ich sitze zurzeit in Haft im offenen Vollzug. Ja. Wegen Fahren ohne Führerscheins. Mhm. Ich habe sie also mehrmals erwischt. Du hast und noch nie einen Führerschein gehabt? Nein. Ja. Und wie oft hat man dich schon erwischt? Mit dreimal. Dreimal? Ja. Warum fährst du immer ohne Führerschein? Wie meine Freundin sagen würde, weil ich einfach doof bin. Ah. Mhm. Einfach zu faul gewesen, einen zu machen. Fahren kann ich ja. Mhm. Und ich habe es halt meiner Freundin nicht gesagt. Ja. Habe ihr auch vorgegaukelt, dass ich halt einen Führerschein habe. Ja. Und ja, sie hat halt erst erfahren, als man mich festgenommen hat und ich in Haft war. Wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Wir sind jetzt fast 3 Jahre zusammen. Ja. Und wann ist das jetzt, ist das passiert? Wann hat man dich erwischt? Erwischt hat man mich 2002, das letzte Mal. Ja. Und zu was bist du verurteilt worden, wenn du jetzt immer noch im Knast bist, war die Strafe? Beim ersten Mal habe ich eine Geldstrafe gekriegt. Ja. Und beim zweiten Mal 3 Monate auf Bewährung. Ja. Und beim dritten Mal 6 Monate. Ja. Und die 6 Monate hatte ich abgesessen und die 3 Monate wurden halt auch noch widerrufen. Ja. Die Bewährung. Jetzt komme ich mit dem Rechnen nicht so ganz klar, aber irgendwie kommt es hin, dass du dann jetzt immer noch, wir haben 2005, Nee, ich sitze seit Oktober letztes Jahr. Achso, das dauerte, die ganzen Gerichtsverfahren und so weiter, dauerte das halt. Ja. Ja. Mhm. Bis jetzt, also ich habe jetzt noch knapp 4 Wochen. Ja. Die Freundin ist immer noch deine Freundin? Die Freundin ist immer noch meine Freundin und ich weiß auch, dass ich es ohne sie, glaube ich, nicht durchgehalten hätte. Dann wäre ich durchgedreht oder... Hast du aber eine sehr sehr nette Freundin, dass die das so hinnimmt. Du hast ja immerhin, du hast sie ja auch einige Male heftig belogen. Ja. Ne? Und was ist denn das für ein Auto? Hast du? Ist das dein Auto gewesen oder wessen Auto? Erwischt haben sie mich mit meinem Auto, ja. Das heißt, du hast dir ein Auto gekauft, ohne einen Führerschein zu haben? Ja, ich habe es nicht gekauft, ich habe es geschenkt gekriegt. Ach so. Mhm. Muss man nicht irgendwie, wenn man das anmeldet, den Führerschein vorlegen oder so? Ich habe es vergessen, das ist so lange her. Nee, muss man nicht. Muss man nicht. Ich habe aber auch für meine Schwester angemeldet und brauchte man nie vorlegen. Mhm. Ja, jetzt muss ich aber nochmal fragen. Also deine Freundin würde sagen, du bist blöd, dass du das 3-mal gemacht hast. Und da dein Leben mit zumindest nicht kaputt machst, aber doch sehr belastest. Du bist jetzt vorbestraft, ne? Ja, klar. Ja. Ja, natürlich. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin arbeitslos und das ist ja auch die Sache. Ich rufe an, um halt ja zu sagen, dass ich ohne meine Freundin nicht durchgestanden hätte oder nicht durchstehen würde. Und sie hilft mir halt wirklich dabei, auch jetzt eine Arbeit zu suchen. Sie hat in der Familie bei ihr, da ist in der Nachbarschaft eine Firma, die suchen und da könnte ich vielleicht anfangen, das wollen wir alles jetzt abklären, weil ich habe jetzt noch 4 Wochen, dann wollen wir das alles regeln. Aber meine Frage war, ich will mich damit noch nicht zufrieden geben, von wegen, ich bin zu blöd. Ich glaube nicht, dass du blöd bist. Was ist der Grund, dass du dich immer wieder selbst so reinreitest? Und jetzt hast du ja nun kräftig schon dafür bezahlt. Wegen nix, wegen Schnickschnack. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ja, aber du bist ein Kerl von 31.
Und du hast, ich meine, wenn man das einmal macht, ist es nicht zu entschuldigen. Aber das ist einmal, ist ja schon mal ein Schuss von Bug. Aber es dreimal zu machen, warum? Ich weiß nicht, ich habe einfach wieder gedacht, ach, jetzt haben sie sich einmal gepackt, beim zweiten Mal packen sie dich nicht. Und so ging es dann weiter. Ja, aber ich habe jetzt so meiner Freundin fest versprochen, also wenn ich hier raus bin, dann wird gespart und dann mache ich auch als erstes sofort einen Führerschein. Ja. Und ich werde auch vorher nichts mehr machen, nicht mehr fahren. Ist du denn jetzt, dieses Auto, dein Auto, gibt's noch? Steht das irgendwo rum? Nee, das ist weg. Das ist weg, das ist schon mal ganz gut. Das ist weg. Bist du für dich jetzt innerlich, wenn du hast jetzt Zeit gehabt zum Nachdenken, bist du innerlich ganz klar entschieden, komm, das musst du jetzt mit mir, unter uns beiden, musst du es mir sagen, ganz klar entschieden, dass du definitiv nicht ohne Führerschein mehr fahren wirst? Ja. 100%. Ganz klar, ganz klar. Mhm. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich nochmal so eine Doofheit machen würde, dann wäre meine Freundin konsequent und würde sagen, das war's. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Also wie gesagt, du hast schon ein großes Glück, dass sie dreimal zu dir gestanden hat. Wahrscheinlich hast du beim ersten und zweiten Mal ihr auch versprochen, ich mach's nicht mehr. Nee, da war ich mit ihr noch nicht, also wo ich erwischt wurde, war ich mit ihr noch nicht zusammen. Achso, vor 3 Jahren, kommt hin, hast du recht, ja. 3 Jahre bist du mit ihr zusammen. Ah, verstehe. Ich wurde vorher erwischt und hat sie nicht gesagt. Wo hast du denn für Autofahren gelernt, wenn nicht in einer Fahrschule? Bei der Bundeswehr. Wie, und da konnte man dann, wie, da lernt man einfach Autofahren, ohne dann einen Führerschein zu machen? Nein, es gab diesen Bundeswehrführerschein und ja? Ich war halt einfach auch zu doof und habe den nicht überschreiben lassen. Ach so. Ja, und konntest du das nicht nachträglich machen? Nee, das müsste man 2 Jahre machen, nachdem man vom Bund weg war. Und ich war 96 bis 97. Das ist ja nur wirklich krass. Das heißt, du hast wirklich einen Führerschein gemacht bei der Bundeswehr und hast es vertrödelt, den umschreiben oder überschreiben zu lassen, wie du sagst? Ja. Das ja nur. Also dann hast du es aber wirklich nicht anders verdient, als im Knast zu sitzen nur. Ja, ich weiß. Also, das ist ja schon so viel Dummheit muss ja bestraft werden. Ich weiß. Mann! Ich weiß, meine größte Angst war halt wirklich, wo sie mich eingelocht haben, dass meine Freundin halt sagt, weißt du was, kannst du mich mal. Mhm. Aber es war absolut nicht so. Sie hat wirklich zu mir gestanden, hat mir den Rücken gestärkt und halt ihre Familie auch, ihre Mutter. Und jetzt hoffe ich sehr, dass du das zurückzahlst. Was man dir an Vertrauen und Liebe und weiß ich alles gegeben hat. Ne? Dass du dich jetzt auf den Hinter setzt, wenn du rauskommst in 4 Wochen und alles Mögliche veranstaltest, dass du auf die Füße kommst. Arbeitsmäßig, jobmäßig. Das auf alle Fälle. Ich arbeite hier auch. Das ist, wie gesagt, ein offener Vollzug. Ja, ja. Okay, im Moment arbeite ich nicht, weil ich krank bin mit dem Bein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Aber ich habe meiner Freundin gesagt, wenn ich hier rauskomme, das Erste ist, ich fahre mit ihr erstmal eine Woche weg. Ja. Wir kriegen ja halt ein Hausgeld und Geld wird aufs Ü-Geld gelegt. Und ich habe ihr gesagt, davon fahren wir erstmal eine Woche weg. Kriegt man Geld, wenn man aus dem Knast kommt? Ja, wenn du arbeitest. Also wenn Vollzug, ja, ja, siehst du. Ja, ist klar. Kann hier also als Hausarbeiter, man kann auch draußen bei Fremdfirmen arbeiten. Ja, ich weiß, ich verstehe. So, das heißt, Grund des Anrufes, habe ich verstanden, dickes Dankeschön an deine Freundin, dass sie dir beigestanden hat. Ja, ne? Darf ich das nochmal sagen? Und ich denke, bitte. Sie hört auch zu. Bitte. Also, Bianca, mein Schatz, ich wollte mich bei dir bedanken und wollte dir sagen, dass ich dich über alles liebe und auch ein großes Dankeschön an deine Mama, an die Ola. So, das klingt wirklich toll, Bianca. Finde ich auch klasse, dass du zu ihm gehalten hast. Ich sei aber wirklich sehr streng mit ihm und lasse ihm auch nicht die kleinste Kleinigkeit mehr durch. Ne? Habe ich es in deinem Sinne gesagt, Jörg, hoffe ich. Ja. Ja. So, und wir können ja mal so vereinbaren, wenn du deinen Führerschein hast, meldest du dich nochmal bei mir und dann unterhalten wir uns nochmal. Das mache ich. Okay, ja. Dann alles Gute, schönen Gruße an Bianca, aber sie schaut ja zu und hört uns zu. Ja. Und dann wünsche ich euch einen schönen kleinen Urlaub, wenn du aus dem Knast raus bist. Ja, ganz kurz noch, wenn sie das zuhört, dann kann sie mir ganz kurz eine SMS schreiben. Ja, das wird sie bestimmt machen. Das wird sie bestimmt machen. Lieber Jörg, alles Gute. Ja, danke. Tschö. Tschüss. 0800 220 5050, mein prominenter Gast diese Woche Samstagabend im WDR Fernsehen, 23.30 Uhr, ist der Schlagerkönig und Musikproduzent Michael Holm, Mendocino, Tränen lügen nicht, kennt ihr alle, auf der einen Seite. Aber er ist auch ein weltweit hoch angesehener, ich würde mal sagen, fast ernster Musiker. Er ist schon 3-mal für den Grammy nominiert worden. In den USA. Was genau dahinter steckt, das erfahrt ihr diese Woche Samstag um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen bei mir, mein Stargast Michael Holm. Heiko
ist hier. Heiko ist 26. Hallo Heiko. Hallo Domian. Ja. Erstmal, ich wollte ganz herzlich sagen, also deine Sendung sehe ich sehr gerne und so oft wie es nur geht. Ich finde es eigentlich gut, was du für Ratschläge gibst und deswegen rufe ich auch selbst an heute mal. Dankeschön. Erstmal für das Lob und das Kompliment. Um was geht's denn bei dir? Also es geht darum, ich habe seit gestern, also seit dem 14. eine Beziehung seit einem Jahr mit einer Prostituierten. Ja. Ich habe dieser Prostituierten geholfen, in dem Jahr auszusteigen aus dem Geschäft, was mich sehr viel Kraft gekostet hat. Das heißt, sie ist, sie arbeitet im Moment nicht mehr als Prostituierte? Nein, sie arbeitet nicht mehr. Hast du sie, hast du sie während ihrer, ihrer Arbeit kennengelernt? Ja. Du bist zu ihr gegangen? Ja. Und hast dich dann in sie verliebt? Ja. Mhm. Und seit gestern ist es genau ein Jahr. Und es lief auch alles wunderbar. Wir waren glücklich. Wir hatten viele Träume. Sie hat, wir wollten zusammenziehen. Sie wollte auf jeden Fall raus. Sie hat das nur gemacht, weil sie war schon mal verheiratet. Sie ist eine Russin. Und sie war schon mal verheiratet und ist geschieden, hat einen 4-jährigen Sohn zu Hause. Ja. Und sie hat das nur gemacht, damit sie eben dem Kind was zu essen geben kann, weil sie da drüben in ihrer Heimat nichts gefunden hat. Und ich habe ihr wirklich geholfen, egal wie, wenn sie Geld brauchte, weil ich, ich sag mal, ich bin ja so ein Mensch, der sehen tut schon Kinder ganz und gar nicht. Ja. So, um nun jetzt auf den Punkt zu kommen, ich war, bin am 20., sie ist seit März, ist sie da drüben, seit Mitte März. In Russland. In Russland. Ja. Und ihr größter Wunsch war, dass ich darüber komme zu ihr und ihre Familie kennenlerne und auch ihren Sohn. Wir wollten dann auch da drüben heiraten. Und ich hatte hier alles fertig gemacht gehabt, war auf dem Amt gewesen, habe Dokumente, meine Geburtsurkunde und alles, was man braucht dafür, auch alles vom Gericht mit Apostille bestätigen lassen, weil es auch übersetzt werden musste. So, nun bin ich am 20. darüber geflogen. Ich war auch, habe mich tierisch gefreut gehabt, weil ich so fast 2 Monate nicht gesehen habe. Wir haben jeden Tag telefoniert. Ja, ich komme dann den Samstag, den 20. an. Da war noch alles in Ordnung. Sie hat mich, wir haben am Flughafen begrüßt, sie hat mich geküsst und so, ihre Familie war da, sie hat mich ihrer Familie vorgestellt. Da war noch alles schön und gut. Wir waren dann, bis Montag waren wir in Moskau geblieben und sind dann hier in ihre Heimatstadt gefahren. Sie war schon auf der Zugfahrt, wir mussten dann von Moskau bis in ihre Heimatstadt, das waren 16 Stunden Zugfahrt. 16 Stunden? 16 Stunden. Und da war sie schon alles ein bisschen komisch zu mir gewesen. Und da hat sie mal gefragt gehabt, was los wäre, da hat sie nichts gesagt. Ja. Und da habe ich gesagt, gut, vielleicht zu viel Stress. Was auch Sache ist, sie ist schwanger von mir. Sie ist im 5. Monat schwanger. Das, ich habe es verstanden. Sie ist im 5. Monat von dir schwanger. Also war, sie war zu der Zeit im 5. Monat schwanger von dir. Ja. Ja. Sie ist, also ich wusste, wie sie hier weggefahren ist, dass sie schwanger ist. Ja. Und es war ein Wunschkind von beiden, also von mir und von ihr. So, jetzt leitest du das so ein, als käme jetzt irgendwann ein dickes, großes Aber. Genau. Während der Bahnfahrt war sie schon ein bisschen seltsam. Was ist dann rausgekommen schließlich? So, und Montagnachmittag, wo sie ihren Sohn ins Bett gelegt hat, zum Mittagsschlaf, habe ich zu ihr gefragt, was mit ihr los ist. Sie wäre so komisch, sie würde mich seit der Zugfahrt schon so behandeln wie so ein Idiot, was ich gemacht hätte. Und? Und da sagte sie zu mir, sie hätte keine Gefühle mehr für mich. Und da ist erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil erstens, sie ist die Frau, die ich wirklich liebe. Ich habe es jetzt immer nur, wenn ich eine Beziehung hatte, wirklich ins Klo gegriffen, auf Hochdeutsch gesagt. Ja. Immer nur in die Scheiße gegriffen. Ja. Entweder wurde ich ausgenutzt, wurde belogen, betrogen, egal was. Hör mal, ihr sagt, die Frau ist ja keine Gefühle mehr für dich. Ja. Nach dem, was du auch alles für sie getan hast. Wie lange bist du dann noch in Russland geblieben, nachdem sie das gesagt hat? Also ich bin dann den Montag, bin ich erstmal aus der Wohnung raus, weil ich war wirklich total aus dem Wind. Ich bin erstmal ein bisschen da rumgelaufen und bin dann wieder zurück, hab mit ihr geredet. Ja. Hat das was gebracht? Auf der einen Seite ja. Sie sagte, sie wäre sich ihren Gefühlen nicht mehr klar. Ja. Frage nochmal, wie lange warst du dann noch in ich war bis letzte Woche, Dienstag, war ich noch da gewesen. Ach, so lange? So lange noch. So lange? Weil sie sagte, sie wäre sich ihren Gefühlen nicht klar. Also warst du ein paar Monate jetzt da, oder wie? Nein, ich war vom 20.06.
bis jetzt letzte Woche Dienstag war ich da gewesen. 18 Tage insgesamt. Verstehe. So, wie ist der Stand der Dinge jetzt aktuell? Als du weggefahren bist, wie seid ihr verblieben? Sie hat gesagt, ich soll mich nochmal melden. Ja. Hat sich an ihren Gefühlen etwas verändert, während du da warst? Ich habe ich habe zwei Blumengeschäfte. In Russland ist ja so, da gibt es nicht so große Geschäfte wie hier, das sind ja dann so kleine Magazine. Hm. Da habe ich dann zwei Magazine leer gekauft mit Rosen. Ja. Und habe sie zu Hause bei ihr hingestellt. Ja. Und habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und dass ich sie nicht verlieren möchte. Genauso wie unser Kind. Was hat sie gesagt? Das ist für mich wichtig. Da hat sie das erste Mal Gefühle gezeigt. Da hat sie mal wieder geweint gehabt. So, jetzt bist du hier in Köln. Nee, in Köln bist du nicht, in Deutschland. Ich bin in Deutschland. Köln. Du bist in Deutschland. Bist du mit einem Gefühl weggefahren, ich habe die Frau verloren, oder hast du noch Hoffnung? Teils, teils. Ich habe gesagt, ich habe einen Teil meiner Zukunft verloren. Ich habe einen Teil meiner Vergangenheit verloren und einen Teil meiner Zukunft. Ihr habt aber nicht geheiratet. Nein. Ihr habt nicht geheiratet, du bist unverrichtete Dinge quasi zurückgefahren. Und sie hat gesagt, wir können mal telefonieren. Ja. Also ist die Sache gegessen für sie, oder? Nein, glaube ich nicht, weil irgendwas stimmt da nicht, weil wir haben die ganze Zeit telefoniert und auch einen Tag bevor ich darüber geflogen bin. Aber hat sie so tierisch gefreut gehabt, so wie sie kann. Aber du hast keine Ahnung, was da nicht stimmen könnte. So sieht's aus. Sie konnte mir die ganze Zeit, wo ich da war, konnte sie mir nicht in die Augen sehen. So, seitdem du jetzt wieder zurück bist, habt ihr schon telefoniert miteinander? Ja. Und wie war das da am Telefon? Wie soll ich sagen, sie sagt nicht viel. Also du vermutest, dass da irgendwas ist da? Ja. Hast du irgendeine Richtung, die du in die du vermutest? Ich hab sie direkt darauf gefragt, ob ein anderer Mann im Spiel ist. Da sagte sie nein. Und wie hat sich die Familie dir gegenüber denn gezeigt? War sehr nett, sehr nett. Freundlich, sehr freundlich. Mhm. Ich glaube auch noch nicht mal, dass ihre Mutter... Ihr Vater lebt ja nicht mehr und ihr Bruder und ihre ganze andere Verwandtschaft überhaupt weiß, was sie momentan machen tut. Du meinst, die wissen gar nicht, dass ihr heiraten wolltet? Doch, das wussten die. Mhm. Aber was sie jetzt direkt glauben tut, also das... So, jetzt hängst du völlig in der Luft. Du warst da, du wolltest heiraten, ihr habt nicht geheiratet, weil sie gesagt, die stimmen nicht. Wie ernährt sie sich eigentlich jetzt? Das habe ich gerade auch nicht richtig verstanden. Sie ist aus der Prostitution in Deutschland raus. Ja. Ist das wieder in Russland? Von was lebt sie in Russland? Sie hatte sich einen Teil Geld gespart gehabt. Ja. Und ein Teil Geld habe ich ihr auch immer mal geschickt gehabt. Ach so, und davon lebt sie. Wie ich weggefahren bin, weil ich es nicht wollte. Erstens ist sie ja schwanger von mir. Und davon lebt sie. Das reicht erstmal aus eine Weile. Ja, so, und ihr Sohn ist ja auch noch da. Na, das wollte ich nicht, da habe ich erstmal ein bisschen Geld da gelassen. Mhm. So, jetzt die Frage, wie geht das jetzt weiter? Du weißt überhaupt nichts. Sie scheint dir offensichtlich nicht richtig die Wahrheit zu sagen. Ja. Was machen wir jetzt? Du sitzt hier in Deutschland, sie sitzen weit, weit tief in Russland irgendwo. Was denkst du dir? Ich habe schon gedacht, mich umzubringen. Naja. Also jetzt mal langsam. Noch weiß man ja gar nicht, was los ist. Hast du die Chance, denn hast du denn die Möglichkeit, eventuell jetzt im Sommer nochmal hinzufahren? Ja. Hast du die? Ja. Ja, ich habe dich nicht verstanden. Hast du die? Ja, Chance? Ja. Ja. Ja, dann mach das. Dann mach das und bereite es telefonisch so vor, dass sie dir wirklich, dass sie keine Angst hat, dir die Wahrheit zu sagen. Aber die Wahrheit soll sie dir sagen. Ja, mein erstes Problem ist sie sowieso, weil sie mir so vom Kopf gestoßen hat. Mhm. Aber was für mich noch wichtiger ist, so fühle ich mich, sie bekommt ein Kind von mir. Mhm, eben. Und es war ein Wunschkind von uns beiden. Mhm. Es war ein Wunschkind von uns beiden. Ja. Und für mich, ich bin so erzogen worden, wenn ich ein Kind in die Welt setze, stehe ich auch dazu. Ja, okay, das ist ja auch schön. Für mich ist der größte Wunsch, zu sehen, wenn ich ein Kind habe, wie es aufwachsen tut und wie es laufen lernt. Und das will sie mir verweigern. Okay, so, jetzt wirst du im Sommer nochmal dahin fahren. Ja. Und wirst eine Klärung herbeiführen. Und sag ihr vorher, dass sie soll keine Scheu haben, dir die Wahrheit zu sagen. Sie hilft dir, wenn sie die Wahrheit sagt.
Vielleicht hat sie auch ein bisschen Bedenken und Angst und Rücksichtnahme zu sehr. Ja. Dann fährst du hin und klärst das. Und wenn die Sache dann wirklich definitiv nicht funktioniert, dann musst du das aushalten, dann ist es so. Aber ich würde jetzt erstmal noch gar nicht so schwach sehen. Vielleicht gibt es ja doch eine Klärung. Ja, ich habe ja heute auch mit, also gestern beziehungsweise mit ihr telefoniert. Mhm. Und habe ihr auch klipp und klar gesagt, weil in Russland ist es so, wenn es heißt, wer der Vater ist, kann es entweder von der Frau, also den Namen von der Frau annehmen, also den Nachnamen, mhm, oder vom Vater. Mhm. Und ich habe ihr klipp und klar gesagt, dann sage ich, wenn du meinst, so würdest mich nicht mehr lieben, sage ich, und das glaube ich dir nicht. Da fing sie an, das habe ich am Telefon gehört, da fing sie an zu weinen. Ja. So, Heiko, jetzt will ich mal folgendes machen, wir beenden mal das Gespräch hier. Ich gebe dir immer noch mal meine Psychologin. Mhm. Die kann dir vielleicht auch noch ein paar Aspekte sagen. Und prinzipiell finde ich, dass du im Sommer hinfahren solltest und noch mal zur Klärung unbedingt alles in Bewegung setzen solltest. Ja? So, jetzt legst du auf bitte und die Anja ruft dich zurück, meine Psychologin. Okay? Ja, danke. Alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. 0800 220 5050 und diese Nummer hat Annika gewählt. Und Annika ist 16. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um meine Ex-Freundin. Um deine Ex-Freundin? Ja. Was ist das für eine Freundin? Ist das eine Freundin halt oder was? Nee, ich war mit ihr zusammen. Ja, und was ist da passiert? Also wir waren jetzt am 17. jetzt wären wir 21 Monate zusammen. Wärt ihr? Ja, wären wir. Aber ich habe ungefähr, mein Gott, wann war das jetzt? Am Freitag oder sowas habe ich mit ihr Schluss gemacht, weil ich, ja, wie soll ich das sagen, ich hatte 5 Wochen ungefähr, hatte ich eine Affäre mit einer anderen Frau. Ja. Und die war mir dann irgendwie wichtiger als sie halt. Mhm. Und dann habe ich halt sie überhaupt nicht mehr beachtet, sie nicht mehr geküsst, nicht mehr angerufen oder sonst irgendwas. Ich habe sie ziemlich vernachlässigt. Mhm. Und das hat sie auch mitbekommen halt, dass ich für sie nicht mehr wirklich da bin und mich nicht mehr um sie kümmere und so. Ja, und war sie halt auch nicht ganz glücklich mit und sie war mir dann halt auch egal und dann habe ich halt Schluss gemacht. Ja. So, jetzt habe ich diese Affäre aber beendet und jetzt möchte ich sie eigentlich wieder zurückhaben. Mhm. Habe auch schon versucht, sie irgendwie anzurufen oder sonst irgendwas zu machen. Ich bin hingefahren mit meiner besten Freundin. Ja. Und wie ist denn eigentlich das Ende von deiner Seite aus begründet worden? Wie hast du mit deiner Freundin, mit der du 21 Monate zusammen warst, ist ja schon auch eine gewisse Zeit, wie hast du es begründet, dass du Schluss machst? Ich habe einfach gesagt... Da ist jemand Neues. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ach so. Ich habe einfach gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist mir zu stressig mit dir und also... Und das stimmt aber gar nicht. Doch, eigentlich schon, weil wir haben uns gegenseitig auch ziemlich oft betrogen halt. Mhm. Und wir hatten auch nur Stress miteinander. Also es war so die Halbwahrheit. Und da kam dir die neue Affäre gerade recht. Und ja. Hast gesagt, okay, Absprung und nix wie weg. Ja, Hat sie, deine langjährige Freundin, hat die das so gleich geschluckt? Oder hat die versucht, um dich zu kämpfen? War da viel Theater? Oder hat die gesagt, okay, dann ist halt Schluss? Nee, sie hat gesagt, ist okay, dann ist halt Schluss. Ach so. Dann, also für sie ist da nicht eine Welt zusammengebrochen. Nee, nicht wirklich, weil wir waren vorher auch schon ziemlich oft auseinander. Ja. Und da hat sie richtig um mich gekämpft. Ja. Und jetzt hat sie sich gedacht, ne, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Meinst du denn, dass sie das vielleicht sogar mitbekommen hat, dass da eine Weile was mit einer anderen lief? Sie meine, die Welt ist klein und es wird viel gequatscht. Ja, ist auch der gleiche Freundeskreis. Siehst du? Ja, ich denke schon, sie hat so. Das... Dann hast du natürlich schlechte Karten, ne? Ja. Wenn ihr schon überhaupt die ganzen Monate vorher irgendwie nicht so dolle mehr miteinander konntet, dann haust du ab wegen der Neuen. Jetzt ist mit der Neuen vorbei, nach dem Motto, ach, jetzt schlüpfe ich wieder in das alte Nest zurück. Ja. Da wird die natürlich auch denken, komm Mädchen, nicht mit mir, ne? Ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, das hört sich ja schon so an, als wäre die alte Beziehung auch sehr... Ja, eigentlich kaputt, ne? Ja, die war eigentlich von Anfang an kaputt. Warum willst du jetzt wieder dahin? Ich weiß es nicht, weil das ist einfach... Weil du nicht alleine sein kannst? Zum Teil auch, aber weil das eigentlich meine erste, längste Beziehung ist so. Ja. Und eigentlich auch meine große Liebe, auch wenn ich sie betrogen habe. Wenn du sie betrogen hast und wenn du sie vor die Tür gesetzt hast, dennoch war es deine erste große Liebe. Deine wirklich große Liebe. Ja. Darum glaube ich dir nicht so richtig. Doch. Ach, dann macht man das doch nicht. Ja,
Das war immer, weil in der Beziehung hat eigentlich immer was gefehlt. Ich bin ein relativ offener Mensch und sie ist total verschlossen. Und wenn sie Probleme hatte, konnte nie mit mir darüber reden. Ja. Und ich muss immer über meine Probleme reden. Und sie war nie für mich da. Und dann habe ich immer halt geguckt. Dann Ist sie eigentlich so alt wie du? Sie ist 17, ja. Sie ist 17. Jetzt hast du mehrere Anläufe unternommen, an sie ranzukommen. Mhm. Was jetzt genau? Ich war mit meiner besten Freundin vor 2 Tagen bei ihr. Ja. Habe ihr einen Strauß Rosen mitgebracht und wir hatten so ein Buch zusammen, habe ich dann reingeschrieben. Ja. Habe sie von der Arbeit her abgepasst, weil ich bei ihr zu Hause nicht mehr rein darf. Wie hat sie denn reagiert, als du da mit der besten Freundin und den Rosen kamst? Sie hat gelacht, kam auf mich zu, ja. Hat ihr Fahrrad abgestellt, hat sich neben das Fahrrad gestellt, hat sie mir gesagt, nee, Annika ist doch jetzt nicht wahr, was soll das? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, hey Schatz, ich liebe dich, ich will nicht, dass das alles vorbei ist. Stand dann halt richtig heulend vor ihr mit dem Strauß Rosen und diesem blöden Buch in der Hand. Mhm. Und sie wollte so irgendwie Rosen und das Buch nicht annehmen. Und dann, ja, wusste ich, was ich sagen sollte. Dann hat meine beste Freundin für mich geredet, weil ich total down war. Ich habe mich dann auf den Boden gesetzt und habe geweint. Ah, also sie wollte den Strauß Buch nicht haben? Nee. Da war sie hart? Ja. Und ist dann irgendwann gegangen? Ja, sie stand dann eine Viertelstunde ungefähr draußen. Ja. Und sie hat immer wieder gesagt, nein, Annika, es ist vorbei, es ist so viel passiert. Und dann irgendwann hat sie gesagt, so, kann ich jetzt reingehen? Das hat sie schon nach der ersten Minute gesagt. Ich meine, wenn sie wirklich reingehen hätte wollen, dann wäre sie gegangen. Ja, aber vielleicht, mein Gott, so knallhart ist sie ja vielleicht auch nicht und so cool, dass sie aus Rücksichtnahme auf dich dann dich einfach nicht sitzen lassen wollte, sondern sie ist aus Rücksicht auf dich ist sie da geblieben noch. Okay, so, dann hat sich die Sache aufgelöst auf der Straße. Was hast du noch gemacht? Ja, als sie dann gesagt hat, nee, es ist vorbei und keine Ahnung, dann weiß ich nicht, wenn man das dann so 20 Mal hört, innerhalb von ein paar Minuten, da kommt auch schon eine gewisse Wut hoch. Dann habe ich den Strauß Blumen genommen und das Buch und habe das vor mich ins Gebüsch geworfen und habe gesagt, ach, Dann nicht. Dann gehe ich eben. Aha. Ja, und hat sie das mitbekommen? Ja. Sie hat dann komisch geguckt und ist dann reingegangen. Ja. Ja, und ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Wie viele Aktionen gab es dieser Art noch? Das war die letzte, aber davor, als wir auseinander waren, gab es schon... Achso, also dieses war jetzt die größte Aktion jetzt aktuell, momentan. Hm. So, habt ihr danach nochmal irgendwie gemailt, gesimst oder irgendwas gemacht, telefoniert? Ja, nee, die Handynummer habe ich nicht, weil ich war sauer auf sie. Vor einer Woche ungefähr habe ich die Karte von ihr gesperrt. Aha. Und jetzt hat sie eine neue Handynummer und die kriege ich natürlich nicht. Ich habe sie zu Hause angerufen, gestern, und habe ihr gesagt, ja, okay, ich muss das jetzt akzeptieren. Dann hat sie gesagt, ah, ist okay, tschüss, und hat aufgelegt. Ja. So, ich glaube, die weiß jetzt Bescheid, was los ist. Die weiß, dass du sie wieder haben willst. Ja. Das ist jetzt unübersehbar. Jetzt würde ich an deiner Stelle, Annika, mich mal aber richtig am Riemen reißen und mich zurückhalten. Weil allmählich fängst du an, auf die Nerven zu gehen, ihr auf die Nerven zu gehen oder dich sogar lächerlich zu machen. Ja, ich gehe auf die Nerven, das hat sie mir selber gesagt. Siehst du? Wenn, nehmen wir mal an, da ist noch irgendwie, da ist ein bisschen was, dann machst du das durch so ein Verhalten kaputt. Das Allerklügste ist wirklich, ist einfach, also weniger ist mehr. Alter Spruch, aber stimmt in der Regel. Wenn du dich jetzt zurückziehst und einfach mal ein paar Wochen vergehen lässt, kannst dich ja vielleicht mal in 3-4 Wochen, kannst du ihr mal eine Mail nochmal schreiben. Mal sehen, wie sie dann reagiert. Das Allertollste wäre natürlich, wenn sie nach ein paar Wochen von sich aus auf dich zukäme. Aber mach du bloß jetzt nichts mehr. Keine Theatralik mit Rosen und weiß ich was und die Rosen in die Büsche schmeißen und sowas. Nein, nein, nein. Gar nichts. Ich weiß, das ist hart. Da musst du jetzt durch. Das ist eine harte Sache, dann nichts zu machen. Weil man will ja immer irgendwas machen. Ne? Man versucht, man will reden und weiß ich was alles. Aber das ich spiele aber auch mit dem Gedanken, dass sie irgendwie da noch jemand anders hat. Gut, aber dann hast du noch schlechtere Karten. Dann kannst du auch nichts machen. Da kannst du eh nichts machen. Wenn da jemand anders im Moment aktuell ist, den sie toll findet und den sie will, wirst du durch deine Penetranz, sage ich jetzt mal so, wirst du nichts erreichen. Die hat jetzt von meiner besten Freundin gesagt, und die haben nochmal telefoniert, das war auch gestern Abend, haben die nochmal telefoniert, haben sie ausgemacht, so in ungefähr 2 Wochen oder sowas, würde sie sich dann bei mir melden und mir dann irgendwie was mitteilen oder sonst irgendwas, aber da glaube ich nicht dran. Egal, warte mal die 2 Wochen ab. Es geht, ich weiß ja, Annika, ich wüsste jetzt überhaupt gar nichts, aber auch gar nichts, was ich dir raten könnte, unternimm dies oder mach jenes oder das. Alles, was du jetzt machen könntest, ist irgendwie schlecht. Einfach nur abwarten. Abwarten. Dich zurücknehmen. Wenn wir mal ein bisschen strategisch denken, dich auch ein bisschen interessanter machen, indem du einfach
zurückgehst. Dann wird man immer interessant. Wenn man aber da krallt und klammert und bettelt, ist das alles immer beschissen irgendwie. Hm? Also soll ich jetzt nicht mehr darum kämpfen irgendwie? Nee, das ist kein Kämpfen. Das ist Kämpfen hört sich immer so doll an. Das ist kein Kämpfen im Moment. Das ist einfach ein... Hinterherlaufen. Ja, genau so. Genau. Mach nichts. Warte mal die 2 Wochen ab, warte mal 3 Wochen ab und dann sieht man weiter. Okay? Und was mache ich, wenn sie sich gar nicht meldet? Dann am besten vergessen. Dann kannst du vielleicht noch einmal einen Versuch machen in 3-4 Wochen, dass du ihr nochmal schreibst. Ich würde ihr eine Mail... Kannst du ihr mailen? Ja, ich habe die Handynummer ja nicht. Übers Netz meine ich. Übers Internet. Ich glaube, ich werde sie einfach anrufen. Ja, oder so. Und wenn du dann nochmal endgültig einen auf die Nase kriegst, dann war es das. Okay. Okay? Annika, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Regina. Regina ist 45 Jahre alt. Hallo Regina. Hallo Regina. Guten Abend, Domi. Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, ich finde es eigentlich auch sehr schön, aber es ist ein trauriges Ereignis, hat stattgefunden. Ja. Und ich war sozusagen Ohrenzeugin, wie sich mein Ex-Freund am Telefon quasi erhängt hat. Hm. Und dein Ex-Freund? Ja, wir waren also 8 Jahre zusammen. Ja. Und mittlerweile 3 Jahre auseinander. Wir haben aber eigentlich einen freundschaftlichen Kontakt noch miteinander gehabt. Mhm. Und wann ist das passiert? Das ist letzte Woche Dienstag passiert, von Dienstag auf Mittwoch. Letzte Woche. Wie war die Situation am Telefon? Ich versuche da eine Verarbeitungsstrategie aufzubauen, wie das jetzt, die Situation, wie die jetzt abgelaufen ist. Der Anruf kam dann dass er jetzt den Freitod wählt. Er war sogar noch freudig, er war so entschlossen. Hatte er vorher schon mal darüber gesprochen? Er war sehr schwermütig und also ich habe das Gefühl gehabt, er war suizidgefährdet. Mhm. War er krankhaft, schwermütig oder gab es auch konkrete Belastungen in seinem Leben? War er krank oder hat er Schulden oder war er sehr unglücklich aufgrund einer nicht funktionierenden Liebe oder irgend sowas? Ja, es hat sich alles überworfen. Er war in der letzten Zeit sehr überfordert mit seiner Ehe, die jetzt nach und nach in die Brüche ging. Und das hat jetzt aber definitiv nichts mit mir zu tun gehabt. Mhm. Und er war mit einer Thai-Frau zusammen und die hat ihn also wahrscheinlich auch sehr gestresst, in finanzieller Hinsicht sowieso. Mhm. Und also sie wollte sehr viel Geld von ihm haben nach und nach. Und das mit dem Kind vor allem war für ihn jetzt, hat ihm wohl den Rest gegeben, weil er hatte Angst, da den Kontakt zu verlieren. Weil durch diese Trennung, also er war sehr eng mit ihm, mit seiner 2-jährigen Tochter verbunden. Mhm. Und also er steckte schon in großen emotionalen Schwierigkeiten, kann man so ja, sagen. Mhm. Ja, und da kam es wohl zu dieser Kurzschlusssituation am Telefon. Er hatte ja noch vorher mir eine SMS geschickt und dass er dann halt zum Campingplatz fahren würde, zu seiner Mutter, dort wäre das Kind. Und dann habe ich ihm noch eine SMS zurückgesendet und ich wünsche ihm, dass ich ihm alles Gute wünsche, schönes Wochenende. Und dann gegen 22 Uhr kam dann eine SMS, in dem er mir dann schrieb, dass also nur der Tod könnte ihm noch helfen. Mhm. Vergiss mich, liebe Grüße. Und dann hast du angerufen. Und dann habe ich... vorher hatte mir auch noch eine SMS geschrieben. Ja, genau, das ganz konkret, also ob ich ihn aufnehmen könnte, bis seine Frau eine Wohnung gefunden hat. Und ich war jetzt auch ein bisschen überworfen mit dem Ganzen. Und ich habe ihm dann noch eine SMS zurückgesendet. Du bist aber fix, können wir darüber noch in Ruhe reden? Mhm. Ja, und dann war Ruhe. Und wie gesagt, um 22 Uhr kam dann die SMS, Aber dann hast du gleich mit ihm telefoniert danach. Also ich hatte noch, jetzt hatte ich von meinem normalen Telefon, von meinem schnurlosen Telefon aus ein Gespräch. Mhm. Und in der Zeit hat er wohl versucht, mich anzurufen. Mhm. Und dann kam nochmal nach 23 Uhr über Handy ein Gespräch rein. Ja, mit wem quatschst du denn, meinte er. Mhm. Ja, ich so, wie das so ist, dass man eine Freundin am Telefon hat, nicht? Aber dann kam es dann um 23 Uhr zum Gespräch mit ihm. Und zu diesem Gespräch, zu diesem... Dann ruf bitte später nochmal an. Ja, das würde er machen. Er wollte jetzt nicht stören. Ja. Und ich wollte mit ihm auch darüber sprechen. Er hatte ja vorher auch schon mal so zwischendurch erwähnt, also dass er nicht mehr könnte. Ja. Und und dann hat er dann nochmal angerufen. Und ist jetzt ausgequatscht. Ja, kann ich vorbeikommen? Ja, ich sag, sicher, dann komm vorbei. Ja.
Und ich mich dann bin dann in die Klamotten gestiegen und es sind ja so 10 Kilometer bis zu seinem Ort entfernt. Mhm. Also dann habe ich so in den nächsten 20 Minuten mit ihm gerechnet, dass er vorbeikommt. Jetzt war es mittlerweile schon 23.30 Uhr. Mhm. Und während dieser Zeit rief er nochmal an. Mhm. Ja, und dann ging das so richtig zur Sache, ne? So, er hätte jetzt das Seil wir hatten damals einen gemeinschaftlichen Schäferhund, also er hatte ja. Da so ein Nylonseil, das würde er jetzt nehmen von dem Link. Er hätte das jetzt schon um den Balken gebunden. Mhm. Und Moment, sagte ich, ich lege mir das jetzt um den Hals, die Schlinge wäre auch schon fertig. Und meine vertraute Stimme sollte ihm doch jetzt noch, ich sollte ihm jetzt noch das Kommando geben, also dass er dann springen kann, nicht? Und ja, dann sagt doch 3, 2, 1. Und ich sage, Moment. Ich sage, du möchtest doch noch vorbeikommen. Hast du das in dem Moment überhaupt wirklich geglaubt? Ja, da hat es irgendwie Klick gemacht. Aber ja. Doch nicht, weil, wie gesagt, er war schon mal exzessiv drauf. Aber was für eine, ich denke mir gerade die Situation. Da sagt dir dein Ex-Freund, gib mir Kommando 1, 2, 3, damit ja. Ich in das Seil, in die Schlinge springen kann, um mich ja. Zu erhängen. Du hast dann gesagt, du wolltest noch vorbeikommen, hast versucht, ihn zu beruhigen oder und wie ging es dann weiter? Ja, und er sagte dann nochmal, ja, im Ernst jetzt und ja, sicher, denke ich mir, habe ich auch zu ihm gesagt, natürlich, ich sage, halt, stopp, jetzt komm vorbei und lass es jetzt sein. Ja, Moment, und dann hat er dann das Seil etwas gelockert, er sprach auch schon so, als wenn wirklich die Schlinge um den Hals liegen würde. Ich habe das, da ich ja seine Räumlichkeiten kannte, sowie den Dachboden auch, wusste ich, habe ich mir das jetzt so bildlich vorgestellt, wie der da oben rumturnt. Und dann beschrieb er das noch so, Moment, sagte er, ich muss mich nur noch richtig hinstellen, linker Fuß dahin, rechter Fuß da. Dann habe ich den so richtig im Halbspagat da stehen sehen. Ja. Und dann hat es gemacht? Und und dann sagte er dann, sag es doch jetzt, und dass ich springen soll. Ich sag, Moment, jetzt stopp. Und in dem Moment dann auch hörte ich das nur noch ein Poltern, dass der Hörer, also sein Telefon fiel aus der Hand, es poltert. Ich hörte, die Verbindung war ja nicht unterbrochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, in dem Moment, als du es poltern hörtest, ist er gesprungen. Und ich hörte das noch und das war keine Einbildung. Jetzt auch dieses, das Seil, also ich habe ihn quasi noch zappeln hören, weil die Füße, das ist immer klack, klack. Also quasi muss er sich da noch in der Schlinge gequält haben, aber das war eine Sekundensache jetzt noch. Und was für ein Horror. Was hast du denn dann ist man dann nicht erstmal wie gelähmt? Was macht man denn dann? Was macht man dann? Hast du sofort die Polizei angerufen oder was hast du gemacht? Ich habe ja ein schnurloses Telefon. Ich habe das Telefon in der Hand gehalten. Ich habe das so fokussiert in dem Moment. Das kam mir wie eine Ewigkeit vor, aber das war vielleicht eine halbe Minute später, habe ich sofort reagiert. Da wusste ich, also da stimmt was nicht. Mhm. Und dann diese Totenstille. Ich habe erst den Hörer noch ans Ohr gehalten. Hast du deinen Krankenwagen angerufen? Hoffentlich ist das ein Witz. Ich habe sofort die Polizei alarmiert. Mhm. Und da habe ich dann Nägel mit Köpfen gemacht. Also das mit dem Auflegen oder zu sagen, was das so macht. Das heißt, du hast die Polizei alarmiert und die sind da hingefahren und das ist alles genauso gewesen, ja, wie du es dir vorgestellt hast. Und ich habe dann auch noch meinen Sohn informiert. Die wollten ja die Adresse haben und mein Sohn kannte die Adresse. Ich wusste die Adresse nicht, aber ich wusste, wo er wohnte. Und dann ging nachher alles ratzfatz. Ich bin dann da, mein Sohn hat mich dann abgeholt. Wir sind dann, ich weiß nicht, wir waren in 10 Minuten da. Auch die Polizei war dann sofort vor Ort und die Wohnungstür stand auch auf. War er sofort verstorben? Die Polizei ist, die hat das sofort, die hat die Beine in die Hand genommen. Also der Einsatz war phänomenal, nicht? Das ging ratzfatz auch rauf in die Wohnung und die haben das erst gar nicht gefunden. Also dass ich denen doch den Weg noch zeigen musste. War er sofort tot? Ich weiß nur, dass man, nachdem er dann vom Seil abgeschnitten wurde, hat man, das war eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, hat man versucht, ihn noch zu reanimieren. Mhm. Also man hat mich nicht mehr hingelassen, nicht? So, jetzt hast du so etwas Schlimmes erlebt, was man sich ja gar nicht in einem Film vorstellen kann. Ja, das ist ich. Du musst ja eigentlich immer noch unter Schock stehen. Stehst du auch, ne? Ja, ich glaube, ja. Ja, das glaube ich auch. Es ist ja, vorige Woche sagst du, ne? War es? Ja. Mhm.
Also ich habe, ich versuche, wie gesagt, das jetzt so ein bisschen, also nach und nach zu verarbeiten. Mhm. Hast du jemanden, der dir dabei hilft? Ja, aber es sind, also diese Resonanz von den Gesprächen, also von gewissen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die sagen mir aber, die sind so negativ, also negativ in dem Sinne, dass es heißt, ja, dass der dich noch damit reingezogen hat, dass er noch angerufen hat. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin darüber nicht so empört, dass er jetzt sich noch gemeldet hat. Also er war unheimlich verzweifelt. Also das hilft dir auch nicht viel weiter, wenn man jetzt sagt, okay, warum ruft er dich noch an? Er hat es ja auch aus einer Not heraus getan. Ja, das hat er. Und in erster Linie geht es jetzt auch immer darum, wie man dir hilft und wie man dir, ja, wie man dir wirklich hilft, aus diesem Trauma rauszukommen. Ich glaube nicht, dass das normale Gesprächspartner schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass du dringend zu einer in eine Therapie musst, zu einem Psychologen, einem Psychiater. Weil es geht ja auch im Grunde genommen, der Alltag geht weiter. Mhm. Dinge, die zu erledigen sind, die werden erledigt. Und ich kann zum Beispiel, meine Therabänder, ich habe Gymnastikbänder hier hängen gehabt, ich kann die zum Beispiel nicht mehr sehen. Die habe ich schon entsorgt sozusagen. Ja. Das sind so Dinge, ne? Ja, klar, verstehe. Nee, das sind so... Pass mal auf, Regina, dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört, die Anja. Ich möchte, dass du jetzt sofort mit ihr weitersprichst. Mhm. Ich finde, dass man dir jetzt professionell helfen muss in der Situation und auch ganz schnell. Weil das kann man nicht alleine bewältigen. Und wenn man dann auch noch so komische Reaktionen hört von den Leuten, wie du es gerade beschrieben hast, das hilft dir ja überhaupt nicht weiter. Mhm. Du legst bitte auf, wir rufen dich sofort wieder an. Ja, danke, Domian. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Mhm, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Alice. Alice oder Alice? Hallo? Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Wie soll ich sagen? Alice? Alice. Ja. 35, Alice. Ne? Richtig. Mhm. Und was geht's bei dir, Alice? Es geht um Folgendes, dass meine Partnerin, mit der ich 7 Jahre lang zusammen bin heute, zu dem Zeitpunkt 5 Jahre, dass sie mich betrogen hat mit meinem Bruder. Deinem Bruder? Ja. Der bist du, was hast du gerade? Du bist mit der 7 Jahre zusammen. Heute bin ich mit der sieben Jahre zusammen. Ja. Und hat dich jetzt mit deinem Bruder betrogen? Hat mich, ja, richtig. Wie hast du es rausbekommen? Es war folgendermaßen, damals 2003 habe ich einen Kurbeantrag bekommen von der AOK, weil es mir halt eben durch die Scheidung und 3 Kinder und so weiter etc. nicht gut ging, auch mit ihr dann diese Beziehungsprobleme. Achso, ich muss eine Frage. Der Betrug hat nicht jetzt stattgefunden, sondern vor 2 Jahren. Richtig. Ah ja, alles klar. Und habe dann eben die Kur im August angetreten, war dann zuerst mit meinen 3 Kindern dort und weil es mir dann halt eben auch nicht gut ging, habe ich dann vorgeschlagen, beziehungsweise sie, jetzt nehme ich mal deine 3 Kinder und du kannst mal dann 3 Wochen mal richtig hier ausruhen und so weiter. Und sie hat auch ein Kind. Ja, auf jeden Fall hat sie meine Kinder zu sich dann auch genommen und plötzlich kam dann weder Anruf von ihr noch irgendwelche, weiß ich nicht, wie sie halt sonst so war. Und wenn ich dann ab und zu angerufen habe, alle 2 Tage oder am Wochenende, dann war sie halt immer so komisch, dann hat es halt immer geheißen, wenn ich dann mit den Kindern gesprochen habe, ja Mama, der Onkel ist immer bei uns, der Onkel ist immer bei uns. Hat sie es hier irgendwann letztendlich dann gestanden? Entschuldigung, nein, hat sie mir nicht. Von wem weißt du es dann? Sie hat mir im Nachhinein, nachdem ich dann da war, natürlich, zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Ich habe sie auch nie geahnt gehabt. Ich habe es zwar vorher... Wann hat sie es denn ausgesprochen, dass sie es getan hat? Wie ich dann zurück war, war sie ja mit ihm zusammen. Sie ist dann quasi zu ihm hingezogen, zu meiner Familie. Ach so. Zu meiner Mutter und zu meinem... Noch damals hat mein Vater noch gelebt gehabt. Ja. Wie ist denn dein Kontakt zu der Freundin heute? Danach sind wir wieder zusammengekommen. Also sie hat dann erstmal so 2-3 Monate hat sie dann mit ihm gelebt. Ja. Und mir ging es dann natürlich total scheiße. Es war die erste richtige definitive Trennung, wo ich gedacht habe, jetzt ist fertig. Ich meine, es ist auch schlimm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Bruder gewesen vorher? Eigentlich... ich kannte ihn eigentlich großartig nicht. Er ist
Eigentlich überhaupt nicht. Also der Mann war mir sowieso in meiner Kindheit unsympathisch und später sowieso nicht. Also so einen guten Draht hatte ich zu ihm nie gehabt. Ah ja, das heißt also, da ist nicht doppelt was kaputt gegangen, sondern das, was kaputt gegangen ist, ist zwischen dir und deiner Freundin. Ja, ich sage einfach mal, ich hatte meinen Bruder nach 20 Jahren wieder gewonnen, weil er vom Ausland wieder hierher nach Deutschland zurückkam. Mhm. Ich hatte ihn, ja, es war halt Wiedersehensfreude gewesen. Mhm. Er ist 2001 so, jetzt ist die ganze Sache aber 2 Jahre vorbei. 2 Jahre. Ja, vorbei. Dann könnte man ja sagen, okay, das ist damals schlimm gewesen, aber nun ist Gras drüber gewachsen und wir sind wieder zusammen. Aber du rufst heute bei mir an. Warum? Es ist dann nachher halt so gewesen, dass ich war eben, wie gesagt, blind vor Liebe. Ich habe alles für sie getan. Ich habe mit Gott und die Welt für sie gestritten. Ich habe sie integriert in meine Familie. Hm? Ich habe mein Doppelleben in dem Sinne meiner Familie offenbart. Bei uns ist es nicht so, dass man einfach mal mit jemandem leben kann oder darf. Mhm. Was heißt bei uns? Woher kommst du? Ich bin Türkin. Türkin, ja. Mhm. Mhm. Und ja, auf jeden Fall war das halt für mich erstmal diese... Ich verstehe, du hast für sie alles gemacht. Ich habe für sie alles getan. Ich aber wie ist es jetzt? Wie ist die Situation jetzt? Liebt ihr euch wieder so wie vorher oder liegt ein Schatten? Nein, es ist sehr kalt geworden. Es ist von meiner Seite aus dadurch, dass sie mich mit meinem Bruder halt eben, wie gesagt, betrogen hat. Und Wie waren denn die letzten 2 Jahre? Ist es nie wieder zu einer richtigen, schönen und für dich auch angenehmen Nähe gekommen? Nein, es hat sich immer noch mehr. Also ich habe immer mehr mit ihr gesprochen darüber und ich war auch beim Psychologen. Ich sag mal da, nachdem ich von der Kur wieder zurückkam, war das für mich unerträglich. Ich meine, wir leben in einem kleinen Dorf, wo sie mir begegnen und die sind mir, das ist blöd, aber wahr, die sind mir überall in jeder Ecke begegnet, Hand in Hand. Ich war in der Stadt, habe ich sie gesehen. Ich war im Dorf, habe ich sie gesehen. Ich war im Bäcker, habe ich sie gesehen. Aber das ist ja nun lange vorbei. Ja, und... Es hätte ja die Chance bestanden, dass ihr euch wieder annähert. Aber das ist offensichtlich nicht gelungen. Nein, warum ist das nicht gelungen? Ist das Vertrauen kaputt? Ich habe ihr einfach, ich habe sie nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte einfach ein Geständnis von ihr in dem Sinne. Ich habe sie andauernd gefragt, soweit es mir möglich war. Ich habe meine Familie ausgetrickst, bin nach Hause, ich bin vom Balkon eingestiegen. Was wollten Sie fragen? Ich verstehe es nämlich nicht. Was wolltest du denn noch für ein Geständnis? Das war doch alles klar. Warum, wieso, weshalb? Sie hat mir nicht gesagt, warum. So, und das ist jetzt, seit 2 Jahren läuft das jetzt so? Ja, und... Wohnt ihr auch wieder zusammen seit 2 Jahren? Nein, sie hat dann eine andere, sie hat sich eine Wohnung gemietet. So, was für ein Gefühl hast du heute zu deiner Freundin? Ist da noch Liebe im Spiel? Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Es hat alles nur noch getötet, was da jetzt war. Warum ziehst du dann keine Konsequenzen daraus? Und warum bist du noch mit ihr dann zusammen? Ich weiß es nicht. Nachdem sie das mit meinem Bruder getan hat, habe ich versucht, wie gesagt, über die ganze Sache hinwegzugehen. Sie hat mir zwar immer nach Gesprächen, wenn ich dann danach gefragt habe oder wenn es mir halt eben scheiße ging, sozusagen, habe ich gesagt, definitiv, du musst mit mir reden, damit ich über hinwegkomme. Und ich brauche einfach Zeit. Mhm. Du kannst nicht von mir erwarten, dass von heute auf morgen oder nach 2 Monaten die Sache für mich gegessen ist. Okay, aber es ist ja nur viel Zeit vergangen und offensichtlich... Ja, und danach hat sie die nächste Scheiße. Anführungsstrichen gebaut, hat sie im Chat jemanden kennengelernt, nur weil ich eine Auszeit gebraucht habe. Aber weißt du, Alice, das hört sich aber alles wirklich so verwickelt und so traurig und so düster auch an. Warum gehst du denn nicht weg von der Frau? Ich weiß nicht. Ich habe einfach gedacht, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich sage einfach, Wenn ich etwas tue, dann mache ich das richtig und dann will ich auch. Ja, aber du kannst dich aber auch selbst zerfleischen. Habe ich ja auch. Ja, Mensch, weißt du, nochmal eine neue Sache anfangen ist ja gut, ist ja auch in Ordnung. Aber nach 2 Jahren, wenn es nach 2 Jahren so am Boden ist, so wie du es mir jetzt geschildert hast und wie es von der Stimmung auch rüberkommt, da gibt es doch überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Da musst du doch einen Strich drunter ziehen. Auch für dein eigenes Wohlbefinden. Du wirkst, ich sag dir, wir kennen uns ja überhaupt nicht. Wir haben jetzt ein paar Minuten miteinander telefoniert. Du wirkst auch so unglücklich. Ja. Und so traurig. Und das ist doch nicht gut. Das
habe ich ja jetzt auch, seit 2 Wochen haben wir wieder eben diese Krise, ja, wo sie jetzt von mir diesen Abstand, diese Kälte gesehen hat. Ja. Wo ich ihr dann nachher einfach gesagt habe, Claudi, das geht so nicht mehr weiter, ich kann nicht. Ja, so würde ich es auch sehen. Jetzt muss ich leider Schluss machen, wenn die Sendung gleich vorbei ist. Dann hat sie halt eben gemeint, ja, und warum und wieso, und es ist jetzt auch nicht mehr so wie früher, dieses füreinander irgendwie kämpfen, irgendwas Gutes tun. Alice, jetzt muss ich Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. Mein Rat ist wirklich an dich, raus aus der Beziehung. Okay? Mhm. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 Live, 1 Uhr der Fernseher. Bis dahin. Tschüss.